Bring it, Schwein! Ah, schön ins Arschloch rein! Pfeil und Bogen gibt es schon seit Jahrtausenden und doch ist diese Waffe in Computerspielen gerade beliebt wie schon lange nicht mehr. Sei es nun Crysis 3, Assassin's Creed 3, Far Cry 3, Skyrim, Tomb Raider, egal, überall Pfeile und Bögen. In Spielen haben wir das Ding schon lange gemeistert, aber heute wollen wir wissen, wie schwer Bogenschießen denn tatsächlich ist. Also echt jetzt. Und deshalb sind wir heute beim TFBS in München an der Dachauer Straße. Das ist hier eine großartige Schießanlage. Bei uns ist der Wolfgang vom TFBS. Hallo. Der wird uns erklären, wie das hier funktioniert. Wir haben nämlich, Maxi, Nino und ich, überhaupt gar keine Ahnung, wie Bogenschießen funktioniert. Geht schon damit los, in welche Hand nehme ich das Ding. Aber der Wolfgang ist dabei, der weiß, wie das geht. Und jetzt mal zum Einführen schießen wir auf diese harmlosen Ziele da. Man muss dazu sagen, wir haben noch keinen einzigen Pfeil jemals in unserem Leben abgefeuert. Nee. Und hier jetzt auch noch nicht. Also wir haben noch nicht geübt. Wir haben jetzt so eine ganz grobe Einleitung von Wolfgang bekommen und haben erstmal ausgecheckt, sind wir Linkshänder, sind wir Rechtshänder, okay, dann wie halten wir den Bogen, wie spannen wir den Bogen. Und jetzt werden wir das mal versuchen. Ich habe einmal schon... Wolfgang, schau nicht so pessimistisch. Das wird super. Und mir dabei gleich schon Unterarm wehgetan, deshalb haben wir auch diese Dinger hier an. Achso. Ja, sollen wir mal. Ja, wer fängt denn an? Wer den ersten Schuss? Jeder, der kann, oder? Sagen wir mal, der Maxi den ersten Schuss lassen. Ja, bitte. Du schießt mit. Hey! Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Nicht schlecht. Gut, dann lass mich mal jetzt hier. Noch weiter. Na ja. Die Richtung gewesen. Ich hätte, glaube ich, mehr spannen können, oder? Was meinst du, Wolfgang? Der ist ein bisschen weiter runter, nicht zu hoch. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Du, geht es da mit dem Ast? Ja. Alles gut schon. Die mit dem Ast. Nicht so weit hoch. Willst du deinen Finger da echt dran lassen? So, okay. Bisschen runter. Das Ganze ein bisschen weiter Fabi, runter. Fabi, mach keinen Scheiß mit dem Finger, du. Ich sag's dir. Nimm doch den Finger. So, ja. Oh Mann, das wäre was geworden. Ja. Bist du stark? Ja, aber... Ja, du bist zu stark. Du bist einfach zu stark. Ja. Wo ist er hin? Damit bist du raus. Warst du am Auto so lang, Fabi? Nächster. Maxi, legst du wieder vor? Dieses Schräge, ey. Maxi macht es gut, ey. Ja. Wir können uns nur blamieren, ja, Fabian. Ja. Du hast ja schon wieder die Hand wehgetan. Schon wieder? Ja, leck mich doch am Arsch, du. Ja, servus. Ja, servus, Wahnsinn, nicht Freunde. Ja, Katniss Everdeen, the girl that was on fire. District 12! Ja. Also auch nicht schlecht. Stehe ich dann doch. Auch nicht schlecht. Wir sind in der gleichen Punktezone, oder? Ich glaube schon. Oh je. Immerhin. Immerhin. Meinst du, ich soll mal andersrum probieren? Viel Anfang andersrum. Okay. Genau, du musst ja erstmal erklären. Du hast ja angefangen. Du wolltest, bist ja Rechtshänder. Ich bin Rechtshänder, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das Ding so rumhalten. Schießt aber wie ein Linkshänder im Moment. Oder wie? Du schießt wie ein Linkshänder. Schießt wie Linkshänder, ey. Ich würde jetzt gerne sagen, du schießt wie ein Mädchen. Deine Mutter schießt wie ein Linkshänder. Ja. Oh Mann, ey. Ja, wenn der Fabian noch so lange braucht, dann müssen wir in die gelbe Zone kommen. Wahrscheinlich wird er jetzt nämlich wechseln, der Fabian, und wird halt nur noch in gelb kommen. Nur noch in gelb. Tu es. Aber das fühlt sich, ja gut, das geht auch. Ja, nice. Und ins Gelbe. Nee, du hast ins Gelbe getroffen. Ja. Jawohl! Jawohl! Und ich sag's noch. Und jetzt machen wir mal einen schnellen. Ja. Aber nicht schlecht, ey. Wahnsinn. Jawohl! Gelb. Hast du das gesehen, ey? Super. Okay. Schaut auf alle Fälle besser. Jetzt so langsam. Ich schwitze auch schon. Aber hier war. Achso, ja. Zwei Gelbe, ey. Hier. Danke. Das mit dem Schnellschießen ist besser. Das macht auf jeden Fall Laune, ja. Wir befinden uns eigentlich gerade mitten in der Stadt, in der Dachauer Straße in München, und ihr hört schon die Hupen. Hier befindet sich nämlich der größte
Waldjagdpark in Europa, 2,5 Hektar groß. Und ich stehe hier gerade auf dem Podest und tue wie Katniss Everdeen und schieße auf ein nicht bewegliches Ziel, aber zumindest auf Styropor, holzartige Ziele. Da hinten ist eine Dachsfamilie und Frau Dachs ist jetzt dran. So. Knapp daneben. Muss ein bisschen üben. Aber gar nicht so scheiße. Das machen wir jetzt. Jawohl! Aber halt in die Bimmel, du! Yes! Hallo! Ja, mitten rein. Und ich habe mir sagen lassen, ist es ein leichter Schuss oder ein schwerer, Wolfgang? Es ist wirklich ein sehr schwerer Schuss. Ein sehr schwerer Schuss. Ja, möchte fast sagen, aber der schwerste Schuss. Für Kinder. Man schaue mal, wir drei zusammen, also der wäre nicht mehr weit gekommen heute Abend. Ja, den hat es ordentlich zerfetzt, den Hugo. Gut, weiter geht's. Beim Bogenschießen kann man unheimlich viel falsch machen. Verwackeln, falsch zielen, falsch loslassen, falsch atmen und so weiter. Umso erstaunlicher, dass wir es trotzdem von Anfang an geschafft haben, was zu treffen. Zumindest manchmal. So, auf die Ente, fertig, los! Also noch ein Fotzenbär. Wir sind jetzt am schwierigsten Ziel des Parcours angelangt, zumindest am weit entferntesten Ziel. 42 Meter gilt es zu bewerkstelligen. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben uns bislang ziemlich gut geschlagen. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht treffen wir ja den Hirsch da hinten. Oder die Hirschkuh ist es, glaube ich. Versuchen wir mal. Hoppala. Doing. Okay, zugegeben, 42 Meter waren dann vielleicht doch ein bisschen zu weit. Aber in einem Videospiel hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Ja, gut. Hirschkuh nicht bekämpft, aber Baum erfolgreich bekämpft. Der einzige Treffer in dieser Runde. Wenn der Nino sich nicht da so schön sonnen würde. Das gibt's doch nicht. Jetzt hör mal auf, dich hier zu sonnen. Jetzt geh weiter hier schießen. Denkst du, durch die Sonnenstrahlen mit deinem Gel härter oder was? Hier weiter, weiter, weiter. Du sollst dich hochheben. Ja, guck mal hier, guck mal, da kommt mir die ganze Baum entgegen. Ja. Heb du doch lieber mich hoch. Warum? Weil du stärker bist. Nein, das geht auch so. Klappt super. Aha, ein Baum kratzt. Ah. Ja. Sauber super. Gut. Win. Bring it, Schwein! Schön ins Arschloch rein! So, Sittenpolizei kommt auch schon. Ich glaube, das kriege ich heute nicht mehr besser hin, deshalb auf. Ja! Stecken geblieben? Nice! So, und die Siegermusik zum Schluss noch. Sehr gut. So, zum grünen Abschluss wird das nochmal ordentlich abgeraved und es gilt, die Ratte aus dem Reifen zu ballern. Schauen wir mal. Das ist aber wackelig jetzt hier. Ui. Jetzt kann ich die Glücksbrille endlich ausziehen. Sie hat mir Glück gebracht und es hat Spaß gemacht. Echt jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so rockt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so, sagen wir mal, okay sind. Das muss der Wolfgang sagen. Ja, Wolfgang, hau mal raus. Wie waren wir denn? Ja. Also im Großen und Ganzen sehr gut. Mhm. Also für Anfänger. Wo war man stark, wo war man eure schwach? Eure Stärken waren natürlich die Mädels und jetzt ja. War, ja. Yes! Und aber das gehört zum Konzept von High Five. Ja, ja. Schwächen und Stärken vereinen. Richtig, richtig. Ja. Und zum Konzept von Echt Jetzt gehört fortan auch, dass wir am Schluss immer so ein kleines Fazit fällen. Fangen wir an mit der Verbreitung vielleicht. Du hast schon vorhin uns erzählt, es gibt viele so Bogenparcours in Deutschland, aber in Europa seid ihr der Einzige in einer Großstadt. In einer Großstadt. Also der einzige Großstadtparcours ist wirklich bei uns, Jagdparcours. Ist wirklich beim DSV, DFBS in dem Fall. Aber also draußen am Land, also in die Wälder, gibt es jede Menge. Also die meisten natürlich unten bei mir in Österreich. Also sobald man ein bisschen rausfährt, hat man eigentlich genau. Die Chance, immer auf einen zu stoßen und den schnell zu finden. Da würde ich sagen, wir vergeben hier. Chancen. Also Bogenschießen an sich ist ja sehr weit verbreitet in Deutschland. Da könnte man eigentlich dafür eine 5 geben, aber ich finde diesen Parcours jetzt hier so geil. Ja, der macht schon was aus. Und sowas kriegst du ja nicht so oft hier. Würde ich dir eine 4 geben. Okay, dann zweite Kategorie, der Preis. Ja. Der ganze Spaß kostet hier im Jahr 80 Euro, wenn man Mitglied werden möchte. Das ist nicht so teuer. Die ganze Sache hat aber einen Haken.
Nämlich? Voll. Ja. Ihr seid, so beliebt ist. Ja, voll ist wie ein Bauarbeiterklo. Also ja. Da geht nichts mehr. Ja, wann kann man denn damit rechnen, dass hier mal wieder ein paar Plätze frei werden? Oh, da müssen schon einige Pfeile woanders hingeschossen werden. Gut, ja. Also da haben wir Glück gehabt. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es wirklich spottbillig ist. 80 Euro fürs Jahr, das ist nichts. Was kostet so ein Bogen, also ein Anfängermodell? Anfängermodell ab 160 Euro. Mit dem anderen Equipment, mit Handschuhen? Bis für 200 Euro. So insgesamt. Und dann halt noch die Arztrechnung für die kaputten Unterarme. Richtig. Ja, ja. Genau. Das kann man sich schon mal, das ist, ja, gut. Aber es ist ja bei mir so, ich hatte da ja keine Probleme. Aber das ist natürlich nahezu unschlagbar günstig. Also auch hier? Fünf Punkte. Und ich möchte das schon mal vorwegnehmen, weil ich würde behaupten, spaßmäßig geht fast nicht mehr, oder? Also wie lange oder? Waren wir hier? 4 Stunden jetzt? Oder wir waren jetzt etwa 4 Stunden hier. Und ich muss echt sagen, ich bin nicht ermüdet. Oder beziehungsweise bin nicht ermüdet geworden von dem Spaßfaktor, der halt eben. Also das ist richtig geil. Also was beim Minigolf oder beziehungsweise wenn du mal wirklich golfen gehst. Ja, richtig, weil es halt immer das Gleiche ist und man glaubt ja auch, dass es immer das Gleiche ist. Aber an jeder Station machst du doch ein bisschen anders. Mal auf dem Schießstand und dann mal irgendwie knien durch dieses Loch durch. Und dann kleine Tiere, große Tiere. 5 Punkte. Super. Alles in allem war der Hammer. Wolfgang, vielen Dank. Sauber. Wir kommen auf alle Fälle wieder. Dankeschön. Viel Spaß. Und Top ihr schaut hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Beim Bogenschießen war ein ruhiges Händchen gefragt. In der nächsten Folge müssen Maxi, Michi und Christine Köpfchen beweisen. Reichen ihre Point-and-Click-Kenntnisse aus, um sich innerhalb von 60 Minuten aus einem Rätselraum zu befreien? Ihr werdet es sehen. Echt jetzt!